erstmal gelöst, Papa. Ich darf nicht vergessen, ein bisschen zu schneiden. So. Geht doch. Ja, Pech. Falsch. Soll es nämlich genau spiegelverkehrt anordnen. Haha, Idiot. Na, ich drücke hier. Ist eine Flamme an dich. Ja, mache ich auch öfters mal. Einfach irgendwo was anzünden und dann reinlangen und die Flamme mitnehmen. Wo wir wohl hin müssen? Bestimmt nicht zu diesem riesigen Schalter da hinten. Wow. Ist doch so anspruchsvoll. So total extrem. Ist auch viel, viel länger gedauert als das letzte. Wo war da jetzt wieder der Haken? Ach ja, man hatte nur begrenzt Zeit. Hahaha, ich bin viel zu schnell, dass das mich eine begrenzte Zeit aufhalten könnte. Was passiert überhaupt, wenn man... Ach ja, man ist glaube ich wieder aus dem Raum geflogen oder so. So, bleibt noch eins. Ich hasse so Schieberrätsel, wo Sachen immer durch die Gegend rutschen. Das bringt mir schon mal gar nichts. Also schiebe ich mal immer darüber, den mal dahin und stelle ich fest, dass ich den dann nicht mehr wegschieben kann. Juhei! Also ich mich da mal nicht freue. Weiß ich auch nicht. Ja. Was mache ich da gerade? Eine ausgezeichnete Frage, ich weiß es selbst nicht. So war das bestimmt gedacht, ja. Gucken wir mal. Nein, also ich habe 5 Löcher und 5 Steine. Das heißt, ich muss schon mal alle ausfüllen. Ich schiebe erstmal wieder den da rauf. Und den könnte ich, ne? Muss ich aber nicht. Nicht den jetzt darüber schiebe, bringt mir das gar nichts. Wenn ich den da rausschiebe, bringt mir das genauso wenig. Aber wenn ich das so mache, kriege ich den Stein da drauf. Ich gehe gleich nochmal raus. Also, wenn dann schon mal so, ne? Ach, leck mich doch. So, weiter geht's. Nerviger Scheißdreck, wo war ich jetzt? Das hab ich vergessen. Das haben sie sich ja gut ausgedacht. Okay, jetzt muss ich mal kurz den darüber. Ich habe schon wieder was falsch gemacht zu haben. Wie unsinnig, ich mache was falsch, aber ich will mal kurz. Aber noch richtig aufnimmt. So. Nerviger Scheiß da. Wie kriege ich da einen hin? Ah, ich hasse diese Rätsel. Natürlich kann ich auch einfach den da rüber und dann runterschieben. Das wäre eine gar einfache Lösung. So. Mal überlegen. So. Da stehen einfach wir uns drauf. Fertig aus. Das ist wohl auch nicht so ganz. Nein. Also wenn ich hier einen hinbekäme. Also so ungefähr. Würde es immer noch nicht passen. Also wenn ich hier noch einen dritten hinbekäme. Also ungefähr. Wo? Dann komme ich unten raus.
Ich erkenne gerade ein technisches Problem. Ja. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Genau so. Also, wie war das? Den da runter, den da rüber. Den da rüber. Und so. Und so darum. Es gibt doch wieder ein technisches Problem. Funktioniert so nicht. Aber so funktioniert es vielleicht. So. Nee. Nicht wirklich, ne? Wir kommen denn da ja letztlich nicht mehr raus. Das ist doch ärgerlich. Könnte, nein, kann ich nicht. Verdammt. Ah, so schwer kann es doch nicht sein. Mal logisch nach. Oh Gott, das wird nichts. Also. Ich gehe da rauf und dann. Nee, es wird ja auch nichts. Wenn ich schlapp. Also ich könnte den dann auch, ich kann auch den, nein, nicht. Ich kann auch mal den und dann, nee, ist ja auch Schmann, aber ich könnte dann, ja, es bringt natürlich total viel. Wir können es auch mal so probieren. Frag nicht, was mir das bringt, das weiß ich selbst noch nicht. Mhm. Ja, das sieht schon mal sehr nicht gut aus. Sehr überhaupt nicht gut. Ja. Hat doch schon mal viel Schönes. Nicht. Brillant. Was auch immer genau mir das jetzt bringt, aber es ist brillant. Wunderschön. Wunderschön. Das könnte noch etwas dauern. Also ich kann den da hier schießen, dann könnte ich... Nee, kann ich nicht. Das bringt mir nix. Bringt mir auch alles nix. Das sieht so einfach aus. Ich blamier mich hier voll. Nehme ich jetzt den? Und ich... Den komme ich aber nicht mehr rum dann. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Lösung bemühen. Das geht ja nicht, nicht so dann. Der Nutzen erscheint nicht gleich direkt, aber man erkennt ihn. Ne? Nein, tut man nicht. Ich habe das Gefühl, ich entferne mich von meinem Ziel. Was jetzt nichts Neues wäre. Also ich positioniere mal das hier so da oben. Ja. So und das dann so. Das hatten wir ja schon mal. Hm.
Kriege ich aber da nie wieder. Ne, Moment, ich könnte. Nein, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Ich müsste das dann noch irgendwie hier wieder wegschieben können. Kann ich aber nicht. Das ist doch Rassismus. Diskriminierung ist das! Nee, andersrum kann ich es ja auch nicht. Verdammt! Wie kriege ich denn den dann wieder dahin? Ich lasse den einfach mal da stehen jetzt und falle den nach oben. Was ist das so? Das hat zwar auch nicht funktionieren, aber hey, darum geht's ja gerade nicht. Das ergibt noch weniger Sinn als das, was ich vorher gemacht habe. So. Nee. Stelle! Dann haben wir Stein! Und wenn ich mit Gewand helfen! Ja. Genau. Ach, bin ich denn bescheuert? Halt, Moment, das geht ja auch nicht. Du hängst ja dann wieder da. Ist ja nichts. Noch ein Versuch. Ich mach mal das so. Und dann schieben wir mal so. Das wird schon mal nichts. Das kommt schon mal gar nichts dran. Also gar nichts kann das sein. Okay, also ich muss auf jeden Fall den so runter. Den dann oben drauf. Den da, da. Zurück bitte da. Das sowas wird. Halt. Jetzt nicht falsch schieben. Lass mich mal überlegen. Ich muss den da auf jeden Fall wegschieben. Das ist so schon mal nicht. Komm mir da wieder nicht raus. Nee, so geht's ja auch nicht. Verdammt. Solche Rätsel hasse. Das wird nichts. Oder vielleicht doch? Nein. Eher unwahrscheinlich ist das, was wird. Ach, leck mich doch. Ich bin mal so frei. So, ich habe es mir ganz genau angeschaut und habe schon wieder vergessen, wie. Nein, ich glaube. So. Sieht gut aus. Wird schon passen. Passt schon, passt schon. So, jetzt. Ich sehe so kommen, dass ich mich gleich trotzdem wieder verschiebe. Nee, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Passt schon. Irgendwie passt das schon. Ha! Ah. Steinstäbe sind hart wie Stein. Soll das nicht mal eher wie Stahl oder so heißen? Ha, war doch ganz einfach und ich musste nicht mal in die Komplettlösung schauen. Aber dafür muss ich da mal wieder rein. Achso. Dann eben so. Ist mir auch recht. Was willst du? Vielen Dank! Vielen Dank, dass Sie Ihre neuronale Aktivität auf den Laufenden halten, Herr von Macklitz. Und ja, auf, Sie zu tanken. Lassen Sie lieber ins dunkle Unbekannte klettern. Ja. Ich müsste mal zugehen, wo der zum Zahnarzt geht. Wer wird das Geheimreich des Zorro? Schatten!
Mann von Magwitz! Und ich bin niemand geringeres als El Zorro! Famos, Mann, ganz famos. Einmal ihre Qualität und statt beschichtigt unsere Vorhaben. Zelle Meisterfechte von Auftrag sie bla 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 bla. Wen können wir uns als größeren Held wünschen als den Zorro selbst, Senior? Dann wird das alles abgemacht. Sie helfen uns. Madre mia, ist der Vogel der Stern von Violent herabgeschwebt, um mit mir dem holden Schein zu leuchten. Mir mit. Ach. Hör auf damit. Jegliche Art von Korrektur ist sowieso falsch. Bleib mir zu mir, Karl! Aber, Senior, so viel Schönheit erstrahlt, dürfen wir auch andere laben. Der Händler anfangen, Karl! Und gütiger Leutnant, besorgen Sie bitte keine, klar. Ist das nur für ein Betrag? Ich hoffe doch, Herr Zorro, Ihre Hilfsbereitschaft für die Sache des Guten ist nicht abgekühlt. Hossa, ich bin der Amigo des Guten. Ich hatte mal einen Amiga. Ich stehe immer noch verblieben. Ja, passt genau. Weil solche habe ich zuerst denen verpflichtet, die hier Agenot leisten. Mein, du sagst, wie Strauch die El Cativo zur Strecke bringen? Sie, Senor, El Cativo ist eine fürchterliche Plage für meine Leute. Da ist noch. Nun, das gehört nicht hierher. Marcel, tote Schurken, niedergesteckt von Zorros Hand. Aber benutzt doch uns Degen. Oder ein Säbel, oder ach, was auch immer, alles dasselbe Mist. Lass mich diese wackere Hand ergreifen und dann helfen wir ihnen unsere Hilfe anbieten. Ich hab's heute nicht so mitreden. Ich schlage nicht aus. Kannst dich über der finstere Desperado her auf Rache sinnen. Hat er doch zwei seiner Strolche an meine Klinge verloren. Als er mit einer größeren großen Streit beantragen sollte, werden wir die Hilfe guter Schütze recht, um El Cativo einen weisen Streich zu verpassen. Leute, eine geübt ruhige Hand. Natürlich hilft ihr ihn gern. Mio Ben! Sprechen wir noch niemals drin. Dann zögern wir dich. Suchen Sie wieder den Leuten einen möglichst hohen Punkt, von dem aus Sie die Banditen mit Heuer bestreichen können. Ich will den Bodenkampf. Bestreichen? Ich will doch nichts anmalen. Muss denn ausgerechnet ein hoher Punkt sein? Höchste, den Sie finden können. Ist gerade recht, Senior. Nun auf, bevor die Schurken nahmen. Ja. Sprutzeln gefährlich. Einfach das Mikroskop. Das Mikroskop des Zorro. Oh Gott. Nimm's, benutzt sie. Riesiger Kopf. Der auch so aussieht, als wenn er aus Secret of Evermore geklaut wäre. Zwischwerte der Las Vegas. Geübten kann ein schwerer Degen eine furchtbare Waffe sein. Und geübten auch. Das ist so mobil, dass er nicht ganz ausgreift. Schon bald werde ich feilschnell die Schurken diese Lande heimsuchen können. Meine Güte, ich habe sie auf den Eseln als Wägelchen die Leiter hinunterbekommen. Der Zorro vermag alles, ja. Das ist ein Fischer, Mann. Wieder drauf, Schneider! Ja, kenne das schon. Guck mal, sowas habe ich auch auf meinem Nachttisch liegen. Eine der Kleinigkeiten, die ich unter Tage geführt habe. Es hilft, meine kleine Spielereien zu finanzieren. Das wird ein Mann wie wir schon sein unermesslich Reichtum. Der auch bereits über die fabelhafte Aussehen vermüht. Aussehen. Toll. Diese Spielereien hier schon wieder. Leck nur ab! Kosten Zeit! Haha, ich glaube, du bist so blöd, lauf da mehrmals rein. Keine Antwort auf diese Frage, keine Frage. Ist Bescheid, ne? Der höchste Punkt, den wir finden können. Ha, vielleicht im Brunnen. Ah ja, sicher. Es ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wo wir hin müssen. Vater Ruf. Wenn ich nicht noch einen Punkt finden kann! Angehört also immer uns momentan Abstand zum Erdboden herum, lieber Leutnant. Da, ein ganz laufendes Paras zieht in die Stadt ein. Ach, so viele sind das gar nicht. Ist die Stelle hier, Cheffe? Ich habe uns eine riesige Übermacht aufgelauert und nach tapferem Kampf aus der Stadt getrieben. Das ist heute schon von der Spinne weg. Ich kann nicht dulden, dass hier das Gerücht herum. Dass ihr euch breit macht, man dürft sich von meinen Männern ungeschlagen den Weg stellen. Zeig den Leuten, was heißt, El Cativo zu reizen. Alle, auf geht's. Ja, auf geht's. Oh nein, ich meine Hühner, bitte, das ist alles, was ich habe. Fangen wir erst einmal damit an, diese Tunnels umzudrehen. Nicht so vorwitzig, Spitzbube. Ich hab blendende Strahlen.
Ach, leck mich. Du Schreck, El Zorro. Fuchs, was erzählt aus dem Bau? Glaubst du allein, kannst du mich stoppen, Zorro? El Zorro. Zorro nimmt es auch allein, denn er staucht die Wand auf. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Jetzt, Amigos. Euer Freund! Ja. Banditen, Banditen schießen, oh Gott. Sprechen ist heute mein Ding. Weißt du, als Helfer ist Zorro würdig. Schieße auch Desperados und schon nach Möglichkeit die Hühner. Im Fall des Wegs dein Hakenkreuz. Hakenkreuz, In der Feuerstu. Kann ich hier speichern? Ich hab ne Gatling. Warum schießt immer nur mit einem Schuss? Warum stirbt der nicht? Müssen Sombreros treffen oder was? Bleib stehen! Ich weiß schon, warum ich Kunstschaubenschießen über ein Maschinengewehr gemacht habe. So, ist immer klar. Das ist immer Hakenkreuz, komm! Ja, schön. Schießen doch mal im Boden. 2, das war alles 7, wieder 0. Yeah! Der ist 7 so nicht. Gut gemacht, Amigos! Komm da runter! Caramba! Ich habe all die Jahre überlebt, weil ich mich jetzt in das Gefecht gestürzt habe! Zur Festung des Bruders, Rückzug! So, keiner mehr da. Da läuft ja das Brot! Ho, ich bin der Weihnacht. Die Klinge des Zorro hat diese Stadt vom Bösen gereinigt. Ja. Lass aber alles aus! Hab doch Kesselschlacht verabredet! Frag ihn! Sein Fett nicht mehr! Buttergift blieb! Also wird das Filetstück ist erwischt! Jedenfalls ist sie erstaunt, Don Diego. Was schon, dass sie eine Kreative mit Bedacht entkommen lassen. Bitte klären Sie sich. Kann ich töten, Senorita. Ekadivo besitzt einen Schatz, dem es seine Tode für Don Diego unerreichbar würde. Schatz, also das ist Gott vielleicht wieder wie Geld, Gold. Trockner der Kreis! Das kümmere ich nur der Münzenglanz. Denkt doch jeden Tag an Sie! Sie? Herrlich reizende, köstliche, anbildungswürdige, rosenduftende, traumzarte Maria. Oh, wie süß, Zorro ist so lieb. Du nicht, schwacher Charakter, der von allen Sentimenten leiden lässt. Ich will euch den Haken gesehen, Ach, es wird heute nichts. Hat schon den Gefühlsklotz, Schatz, ich kenn dich besser. Schildteufchen, was auf Borgen halten, was du denn Harry verpocht? Herr der Kreativ, ist Maria etwa gefangen? Er ist der Vater. So ist es! Und so unser Ja-Wort werde ich Maria niemals ehrlichen können! Warten tatsächlich auf die Zustimmung als Banditen, um ihre Braut vor dem Altar zu führen. Die De La Vegas sind seit Generationen ebenso gute Fechte wie Karoligen, Signor. Morgen als Hochzeitstag werde ich El Cativo selbstverständlich umbringen. Vor Nara. Sind die einmal freie Haltung! Wie denken Sie, unsere Zwischensituation auflösen zu können? Ich werde El Cativo jeglichen Mittel entziehen, seine Schurken das sein weiter zu betreiben. Dann, erst dann, ist sie mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und muss sie meinem Ansehen beugen. Ich werde seine Festung stürmen und den Erdbogen gleich machen. Ho! Kommt, Amigos, ich zeige euch, wovon ich rede. Ich setze gleich etwas heiße Schokolade auf. Ja. Ich muss mir mal gießen. Ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist ganz schlecht. Wenn ich mal an meine Trinkerei käme. Da wären wir! Ekadivos schwerwachte, gut verteidigte, wohl angelegte Festung! Mit der riesigen geheimen Hintertür, die man nicht sieht. So, ich muss erstmal nachschenken hier. Ich weiß gar nicht, ob er das mit aufnimmt, ich glaube nicht. Dieses Bauwerk in ihrer Tracht und Verruchtheit werden wir den Erdboden gleich machen, Amigos. Mit einer Spitzhacke. Und einem kleinen Himmelchen. Dann rumbleiben mal schnell! Seine Pioniere, Mineure! Was ist das? Pirl kann. Wir werden zusammen! Wenn wohl nicht, weil ich laufe, Belagerungsgräben, wo wir herkommen! Sie reden günstige Stelle! Migo, drehen Sie da! Wir sind die komplette Sturmkommando! Das komplett! Hätte da, für unkurz wieder reden! Die stärkste Mauer wird dich von meiner Maria zu trennen vermögen! Es war wacker gesagt, es setzt bei Laiu keinen Kriegsplan. Denken Sie denn beispielsweise der starke Eisendose durchdringen, Don Diego? Mit der Kraft der Leidenschaft, mit dem Sturm in der Liebe, mit der Glut meines Herzensfeuers! Ich nehme doch besser wie wir das in die Hand. Helfen müssen wir, wollen wir unsere einzigen Helden gewinnen. Dann sollten wir schnellst etwas organisieren, wo zumindest das Tor aus dem Weg schaffen lässt.
weiß, sie werden fündig werden, Amigos. Solange sie hier verweilen, achten sie darauf, nicht von den Wachen gesehen zu werden. Zum Glück zeigen sie auf die Wüstenboden ihre Sichtbereiche ab. Was den erfahrenen Helden deutlich einfach, um wegzubleiben. Ja, gut. Diese Festung, die wir vorher, glaube ich, nicht gesehen haben. Das sieht man auch mal leicht, so eine Festung, ne? Ich meine, verliere ich da Energie, wenn ich durch die Wüste laufe? Nein. Jetzt schon nicht stimmt. Gott, jetzt sind wir noch Indianer. Guck. Bleiches erkennen, also traditionelle Antwortformel. Zeit willkommen. Ja. Da machen wir mal das Schiebetor auf hier. Und schauen wir, was uns für unsere Heldentaten rekrivieren können. Das kann ich verwenden, ein Krieg voller Mausefallen. Krug ist voll, ist der nicht. Ja. Meine liebe Frie geht einfach so über die Niedlichkeit des Kuschelhäschen hinweg und zieht ihm nur einen Lieferant für Handschuhe, Mittag, Essen und Unaussprechliches. Igitt. Was? Ein leerer Krug.